Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und ja, was machen wir heute? Ich gucke mal in unser Auftragbuch, das ist randgefüllt mit neuen verschiedenen Aufträgen. Was mich interessieren würde, ist der Imperio-Fluch. Das heißt, den würde ich ganz gerne lernen. Das heißt, wir machen als erstes im Schatten der Zeit, bevor wir im Schatten der Mine machen. Klingt gut? Klingt besser? Klingt perfekt. Gut, auf der Karte zeigen wir uns kurz an, wo es ist. Bis da hinten müssen wir hin. Ist, glaube ich, nicht so wild, denn wir waren ja schon mal da in der Nähe, und zwar hier. Das heißt, wir können direkt dorthin reisen. Und wir haben noch ein, zwei Punkte, die wir vergeben können bei unseren Talenten. Ich glaube, ein Punkt. Wer ist da? Oh. Okay, das war dumm. Du hast keine Chance. Okay, haben nicht gesehen, was Protego! Lass das! Ich glaube, du weißt nicht, mit wem. Oh, da war ein großer. Ich werde dich drohen, bis du tot bist. Ja? So reagierst du als feindlich. Jetzt reden von mir. Kruzio. Schieß mit dir. So. Und los geht's. Rüber, fliegen wir rüber. Ja, die wollen dann immer gleich ans Leder, da, die Guten. Entschuldigung, meine Stimme. Ich habe irgendwie einen Froschenhals, einen Klosenhals, irgendwas im Hals. Oh, wenn wir schon in der Luft sind, dann können wir da mal kurz ein Talent vergeben hier. Haupttalent. Ich wollte nur kurz gucken, was gibt's denn da noch? Wenn du einen Zauber in einem perfekt abgeschnittenen Protego blockst, sende dir zwei Projekte zurück auf deine Gegner. Das ist natürlich ganz cool. Der Vollsaufgang, das machen wir jetzt mal. Protego sollten wir eh neu mehr benutzen, wurde mir gesagt. Genau, hier kann man noch schleichen lernen. Schlechter entdecken. Du kannst sprinten, während du. Das ist natürlich ganz geil. Das machen wir halt nächstens, sind die beiden auf jeden Fall dran. Aber das war's sonst. Los geht's. Unten sind welche, ne? Lass gucken, was. Lass uns die mal platt machen hier. Oh, das wollte ich gar nicht. So. Das war eigentlich gar nicht mein. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Das war eigentlich gar nicht meine Intention. Oh, was hier denn? Rarok vermutet, dass es in Felkroft mehr davon gibt. Kehre nicht zurück, bis du es gefunden hast. Rorik will neu erkennen, dass du es gefunden hast. Melde dich sofort zurück. Ah, okay. Manipulation haben wir eingesammelt. Wollen wir weiterfliegen? Was dafür bekommen, weiß ich nicht. Wir testen es aber mal. Und den letzten holen wir auch noch da. Lass Ballons platten, okay. Aber wer will schon schnell sein? Was ist eindringlich? Potato! Arrogantes Bein! Bombard! Schnell kommst du nicht davon! Oh! Kruzio! Dauer ist Hände!
So, wenn ein paar Kurbel erledigen unterwegs sind, das macht, glaube ich, Sinn. Da sind auch noch welche. Ich werde dich ruhen. Ja. Oder du. Einer von uns beiden wird sterben. Und ich glaube, diesmal warst du es. So, was ist das hier? Kann ich irgendwann befreien? Hallo, Homura. Ah, befreien das Viech. So. Da. Da und da. Oh, warte. Stell dich doch nicht so an. Warte, wir müssen den Haltezauber haben. Protego! Nein. Arresto Momento. So. Ich pass auf dich auf. Siehst du, wir passen auf dich auf. Und jetzt aber dahin zu Sebastian. Es sei denn, wir treffen noch ein paar Kobolde. Oh, warte mal hier. Dann ist die Frage, sind die auch noch Ballons? Nee. Dann nehmen wir die Ballons noch mit hier. Wow! Gut. Und den da oben noch. Gut, wo sind wir denn hier? Oh, es sieht aus wie... Immer muss ich Wache halten. Halt! Nein! Da können wir den... Descendo! Ach, so spät. Bombarda! Wenig Beeilung. Ganz einfach ausgewichen. Ich werde nicht ruhen. Bombarde. Ah nein! Bin ich gesehen. Schluss damit. Shit! Nein, das gibt's nicht. Hab ich echt platt gemacht. Ärgerlich, ärgerlich. Das war jetzt doof. Von mir. Zu leichtsinnig, aber ich glaube, jetzt schaffen wir es. Oh,
Da ist noch einer irgendwo, ne? Was für eine bedauerliche Enttäuschung! Da! Bombarda! So. Trotzdem ist es ein bisschen ärgerlich gerade, denn ich könnte hier ein bisschen mehr reißen, aber egal. Mal rein. Hier ist nichts. Rebellion. Hier ist leider auch nichts. Wir könnten hier ein bisschen was holen. Was drin vielleicht. Mal hier reingehen. Hier muss ich noch gar nicht hin, sehe ich gerade, ne? Aber egal. Das ist eine richtige Mine hier. Zugführer und alles, okay. Okay, hier kann ich wahrscheinlich auch gar nichts machen, weil es bestimmt zu irgendeiner bescheuerten Quest gehört. Nein! Was macht er da? Okay. Gut. Ich glaube, zu finden hoffe ich hier, glaube ich, gar nichts. Rebellion. Da. Oh, meine Ausrüstungssachen sind mal wieder voll. Dann lass uns mal die Ausrüstungsgegenstände anschauen. Das sind nur grüne Sachen zerstören oder blaue. Oh nein, nein, nein. Ausrüstung. Zerstören wir das erstmal. Obwohl, hier das. Nee, das. Der hier. Gut. Gut, aber richtig finden tun wir hier nichts. Nee. Dann lass uns mal zurückflattern. Und jetzt machen wir uns auf die Quest mit Sebastian. Hier oben war das irgendwo. Da ist es, okay. Bin auf den Imperio-Fluch ein bisschen gespannt. Also wenn wir schon Slytherin sind, dann wollen wir es auch richtig genutzen. Und schön böse sein. Ja, mehr oder weniger erstmal böse, ne? Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Du bist hier, gut. So. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Wäre schon cool, wenn man ihr helfen könnte. Erkunden wir es. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Wahrscheinlich. Du recht aber auch denn, ne? Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ich bin gespannt. Auf diese Katakombe. So, bessere Ausdruck mit höheren Werten hilft der Höhe. Ja, ich bin mir weiß. Sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Sammeln wir noch ein paar Sachen. Warte mal, wir müssen einmal kurz in die Ausdruck gehen, weil wir im Kampf vielleicht schnell das einsammeln können. Ein paar Sachen lasse ich jetzt verschwinden hier. Hm.
So, dass wir ein paar Sachen mitschleppen können. Ohne, dass wir jetzt da... Natürlich alles Geld eigentlich, ne? Aber eigentlich haben wir Geld immer genug. Dafür müssen wir wirklich nicht uns abhetzen. So, jetzt können wir wieder ein paar Gegenstände, 10 Gegenstände insgesamt einsammeln, was natürlich ganz gut ist. Und jetzt gucken wir mal hier. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Der Rest der Kurve. Sind keine Insekten. So, hier kann man ja was ziehen. Die Aale zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Okay, es passiert hier auf jeden Fall. Der Raum ist höher, als er scheint. Man könnte, genau. Hier können wir auch noch irgendwas machen. Warte mal, hier ist eine Truhe. Mega Power dran, können wir immer gebrauchen. Aber da können wir mit dem Dings drüber. Pass auf. Accio! Ingardium Leviosa! Oh, warte. Accio! Ingardium Leviosa! So, warte. Accio! Ingardium Leviosa! Jetzt haben wir den da. Dann brauchen wir aber hierfür noch einen. Ist das der? Ja. Den brauchen wir einen. Ah, nee, warte. Verkehrter. Levioso. Ja. Na, komm mal auf jeden Fall hier rein. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Naja, sei doch froh, dass wir es gefunden haben. Affe, ey. Dummer Lackaffe. Komm. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Confringo! Confringo! Akio! Nichts drin. Nichts drin, aber hier durch die Tür kommen bestimmt. Also gibt es zwei Wege, ne? Einmal, ups, ist das eine Truhe hier? Ja. Einmal, von da sind wir gekommen und wir können einmal hier durch auch. Also ist die Frage, welchen Weg wir gehen. Gehen wir erstmal hier runter? Ne, wir gehen erst da hinten längs. Komm, es gibt verschiedene Wege. Wir müssen aber diesen einen Weg, glaube ich, erstmal gehen. Damit wir so ein bisschen... Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Habe ich denn das Ding da unten? Das brauchen wir gar nicht. Warte mal, hier. Da brauche ich doch einen cooleren Zauber. Und zwar. Den machen wir nach unten. Bam. Das ist leichter, oder? Obwohl, wir brauchen gelben, ne? Ne, Leoso. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Akio! Oh, das macht ja nichts. Die Pulse! Ah, guck mal. Da war's drin. Revelio. Hier ist nichts, aber hier können wir auf jeden Fall den Zauber anwenden. Befindung! Konfringo!
Hm. Mehr ist sie aber auch nicht. Rebellion. Ne, komm, dann gehen wir den anderen Weg jetzt. Da war auch ein Rätsel zu lösen, glaube ich. Mehr oder weniger. Da oben ist wieder so ein... Achso, das ist da, wo wir hergekommen sind. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. So, wir hatten das schon mal mit den Knochen. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat es zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand Kinn gesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu resolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe bereiten, den Imperio-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Mama? Leviosa! Akia! Leviosa! Leviosa! Konnte er irgendwas mit denen machen, aber was nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Hm, reden wir erst mit Sebastian über die Notiz. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Na klar, mach die leichten Sachen. Tagebucheintrag. Mhm. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber... lass mich kurz nachdenken. Hm. Mich würde der Schülerbericht interessieren. Mich interessiert, was diese Person noch entdeckt hat. Nur zu. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns ansehen. Hm, okay. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bericht hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehend zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Hm. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Okay, warte. Oder besser... die Knochen. Imperium Leviosa. Akio. Imperium Leviosa. Akio. Geh mal hier kurz rein. Akio. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Ah, wir haben mehr Gebeine. Imperium Leviosa. Akio. Ah, jetzt der Torbogen fertig. Guck es das an. Hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich.
Ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Darf ich ihn lernen? Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Okay. Imperio. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. So, warte mal. Bombarde. Was ist mit der Spinne hier? Man weiß nicht. So, hier noch irgendwas. Guck mal, da können wir auf jeden Fall durch noch, glaube ich. Wir haben verschiedene Wege. Also von da sind wir gekommen. Bombarda! Defunto! Akio! Da kommen wir nicht so durch, okay. Vielleicht später. Defunto! Noch eine Barrikade? Akio! Wenn du das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Defunto! Levioso! Descendo! Contringo! Also, warte mal. Accio. Il radio leviosa. Accio. Okay. Ja, auf. Revelio. Da hinten sind auch noch Knochen, wie man sieht. Wie kommen wir da hin? Akio. Bombarda. Revelio. Sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Ah, mit Runen, warte mal. Dahinter ist auch noch eine. Also, um das Ding aufzumachen, muss ich das Zeichen und das Zeichen auch mal. Okay, pass auf, die beiden also. Video. Nein. Akio. Da, geht die auf. Legadium Leviosa. Akio. Okay, und um den aufzumachen, brauche ich den und den, okay. So, und dafür das auch noch reinpacken. Das war ja echt eine Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Danke. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Oh oh. Contringo!
Bombard. Contigo. Legioso. Vincendo. Imperio. Vincendo. Ein Moment lang dachte ich, das fällt nie auf. Wow. Zumindest haben wir auch noch die kleinen Nebenquests erfüllt. Revelio. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauber nutzen, sondern auch der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Brauchen wir es nicht. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Okay. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Mal gucken, was ein düsteres Opfer man da machen muss. Wahrscheinlich muss man da fast schon jemanden finden. Ist das Ominous? Oh ja. Was macht er hier? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich fasse das nicht. Überzeuge Ominous? Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tue ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na, ich weiß nicht. Wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Komm, warte. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Hier noch da unten runter noch mal kurz. Confringo!
Hier ein paar Getränke. Nicht schlecht. Okay, aber hier sehe ich noch was. Die müssen wir wieder öffnen. Nicht identifiziertes Objekt! Rebellion. Aber mehr ist hier nicht. Gut. Da aber noch. Akio! Rebellion. Okay, los geht's. Dann können wir raus jetzt hier. Dann ein bisschen Kohle. Und dann jetzt hier raus aus Orange County. So. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Da muss er jetzt uns vertrauen. Nämlich wenn nicht, dann ist er ein Idiot. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. So, aus hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon war. Ja, mit dieser Quest. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ich kann keine Bilder, ich muss echt so durch die Gegend gehen. Okay. Ja, ne, zwischendurch sammeln, ne? Was man gebrauchen kann, weiß man nicht. So, Felcroft. Kann nicht so weit weg sein. Aber ich weiß nicht, was mit Anne passiert. Und was für ein Opfer man bringen muss, um ihn zurückzuholen. Wenn wir nach Felcroft kommen, sollte Anne nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie... Bombarde! Ich werde deinen Tod rächen! So. Renrocks Anhänger. Ordentlich gerecht. Das stimmt. Was brennt da irgendwie? Was ist denn da passiert? Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Oh Mist. Was ist da passiert? Ärger in Felcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Oh shit. Bombarde! Ich habe keine Zeit. Ich bin. Ganz einfach aus. Da bist du jetzt. Mehr als du nicht. Man muss Okay.
mal rein. Selber gewartet. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch! Aus diesem verdammten Buch! Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Shit, es ging in die falsche Richtung. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperiusfluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Ja. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Komm, wir reden nochmal schnell mit ihm. Krieg ich noch eingeholt. Wart auf mich, Solomon! Was dachte er sich nur? Ja. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Oh oh. Warum, Sebastian? Im Schatten der Zeit. Tja. Ich kann trotzdem reingehen. Anne da, können wir mit Anne reden? Schau mal, was ist das denn? Ein Brief von Anne, Sallow und Sebastian. Okay, den können wir ihr vielleicht geben. Könnt ihr ja mal vielleicht geben. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss und so. Wer hier wohl wohnt?